Hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Lim und in diesem Video möchte ich mit euch über Ethos sprechen. Der Ethos Coin hatte jetzt in den letzten Tagen auch einen immensen Hype, wie viele andere Coins auch. Wie ihr sehen könnt, lag der Ethos Coin noch am 1. Januar bei 3 Dollar in etwa und hat aktuell 10,66 Dollar, also mehr als verdreifacht innerhalb von 7 Tagen. Der Ethos Coin hat eine totale Auslieferungsmenge von 222 Millionen. Aktuell sind 75 Millionen im Umlauf und eine Marktkapitalisierung von 803 Dollar. Ethos, die Internetseite von Ethos ist auch sehr ansprechend, finde ich. Und bei Ethos ist es halt so, dass sie alles vereinfachen wollen. Es ist so, dass viele Menschen auch, wenn sie vielleicht gerne in den Kryptomarkt investieren möchten, erstmal durch die Masse, vielleicht auch durch die ganzen Anmeldeverfahren und die vielen verschiedenen Kryptobörsen erstmal abgeschreckt sind und nicht wissen, ja, wie starte ich jetzt erstmal, was muss ich machen, wo muss ich was eintragen, und das für viele wahrscheinlich, oder für viele aktuell immer noch auch zu viel vielleicht ist. Und Ethos möchte das einfach alles vereinfachen. Dazu habe ich einfach mal den Text von denen übersetzt. Und zwar, sie möchten halt, vereinfachen sie die Zukunft der Investitionen, die Welt stärken. Unsere Mission ist es, den abschreckenden Kryptowährungsmarkt für jedermann zugänglich zu machen, die Einführung der Blockchain-Technologie zu beschleunigen und den Besitz von Kryptowährungen zu demokratisieren. Ethos nutzt die Kraft von Design, Technologie und sozialer Intelligenz, um eine bahnbrechende Lösung zu schaffen, die es jedem ermöglicht, sich an der New Economy zu beteiligen, also am Kryptowährungsmarkt. Wir bringen die Macht in die Hände der Menschen zurück, dorthin, wo sie hingehören. So, und das nur mal halt zu deren Message, was sie da halt mitteilen wollen. Also hier sind jetzt noch auf der Internetseite einige Infos. Und zwar möchten die halt ein Wallet erstellen, was für alle Tokens und alle Coins zugänglich ist, wo man halt alle Tokens und Coins da sicher verwahren kann sozusagen, dass ihr dann auch, oder dass jedermann dann dementsprechend auch noch die Sicherheitsschlüssel dafür hat und dass auch die gesamten Abläufe von den einzelnen Kryptowährungsbörsen sozusagen gesammelt werden, auch die Preise, damit man halt gleich weiß, okay, wo ist denn der beste Preis und wo ist nicht der beste Preis, und dass man dann direkt darüber wohl die Coins dann halt auch kaufen kann. Hier seht ihr auch nochmal eine Übersicht. Ich mache die mal groß. Futures, halt Bitcoin, was Ethos alles hat und was die anderen Börsen hier nochmal haben. Das sind halt mit die größten Börsen meiner Meinung nach. Und auch die, zum Beispiel der Ledger Nano S, habe ich ja auch ein Video oder mehrere Videos zu gemacht, um die Coins dann halt zu lagern und zu sichern. Und dann könnt ihr halt sehen, ne? Ethos hat halt auch die Lagerung im Wallet zum Beispiel, dann halt Asset Allocation, Mobile Support, Fund Transfer, dass man halt direkt die Sachen dann versenden kann von dort aus, Cold Storage, so wie der Ledger Nano S halt auch, Keys Manager, also dass du dann halt deine ganzen Schlüssel da drin managst, Altcoins, Tokens und so weiter und so fort. Also soziale Netzwerke wurden auch noch irgendwie mit integriert. Also das bündelt wirklich alles, was man da benötigt, um auf dem Markt sich gut bewegen zu können. Und das ist natürlich wirklich wäre ein immenser Sprung, wenn das alles dann auch so umgesetzt wird und auch erfolgreich funktioniert. Und alles an einer Stelle halt, dass man nicht, wie es bei vielen Coins ist, zum Beispiel beim Ledger Nano S kann ich dazu sagen, ist jetzt der Cardano Coin, den kann ich da halt zum Beispiel nicht lagern, in Anführungszeichen, sondern muss dann halt das Wallet dazu separat, ein Desktop-Wallet runterladen. Und auch bei anderen Coins ist es halt so. Der Ledger Nano S hat wirklich viele, viele Coins, die übernimmt, und es werden auch immer mehr. Aber es sind doch nicht alle, und das ist dann doch ein Hin und Her, und dann muss man dieses Wallet öffnen und das Wallet. Und das ist natürlich ein immenser Vorteil, wenn man wirklich alle Coins, wenn die das wirklich umsetzen, hier dann dementsprechend integrieren kann und auch mit den ganzen Börsen und so weiter und so fort. Also von daher wirklich ein interessantes Projekt.
was ich denke, sehr erfolgreich werden wird und auch eine Gefahr für die großen Börsen. Na, wenn man dann halt über Ethos, über eine App, die dann da halt auch da zur Verfügung gestellt wird, alles managen kann, dann brauche ich keine Börse, dann brauche ich vielleicht auch, ich weiß jetzt nicht, wie es dann halt mit dem als Ersatz für ein Ledger Nano S, ob die dann halt auch so ein Gerät rausbringen und dann wirklich alle Coins und Tokens drin gelagert werden können. Aber das scheint ja so zu sein, also von daher wirklich für den gesamten Markt, die würden den gesamten Markt halt umkrempeln. Das Team selber ist auch von sehr, sehr, sehr ja, engagierten Leuten, sage ich mal, und die auch wohl wissen, was da halt zu tun ist. Ihr müsst ihr euch einfach mal nochmal durchlesen, einzeln, wenn ihr da halt wissen wollt, was jeder schon mal gemacht hat und welche Ambitionen da natürlich dann noch vorhanden sind. Also von daher, Ethos, sehr interessanter Coin, auch schon ziemlich hochgegangen vom Preis, aber was heißt schon hoch? Man weiß es nicht, weil beim Bitcoin war es auch, ich glaube Anfang 2017 so, dass er 900 oder 1000 Dollar erreicht hat und alle gesagt haben, oh, das ist ja schon viel zu viel, viel zu teuer, die Zeit ist da schon abgelaufen, um zu investieren, aber mittlerweile wissen wir es besser und der Coin ist aktuell bei 17, 16 bis 17.000 Dollar und das kann natürlich beim Ethos vielleicht nicht ganz so weit hochgehen, aber die 100 Dollar oder 150 Dollar wären vielleicht sogar wirklich möglich. Klar, bei 100 Dollar wären wir dann schon bei 80 Milliarden Marktkapitalisierung. Aber zum Beispiel Ripple hat 120 Milliarden schon Marktkapitalisierung. Also von daher nicht so unwahrscheinlich, vor allem wenn die alles gut umsetzen, ist das wirklich eine lohnende Investition. Das ist keine Anlageberatung, also ich verspreche keinem Gewinne oder sonst was, sondern das ist meine persönliche Meinung. Ihr müsst natürlich euch selber da nochmal informieren und gucken, ob das für euch was ist. Aber meiner Meinung nach können die gesamte Kryptowelt dann doch ein bisschen auf den Kopf stellen, beziehungsweise die Börsen, weil das würde natürlich für die Börsen eine große Gefahr halt sein. Und auch vor allem das Komplettpaket ist einfach sehr, sehr interessant. Also von daher, guckt euch's an und wenn es was für euch ist, investiert und wenn nicht, dann lasst es bleiben. Das war's jetzt auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte hinterlasst einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen oder Tipps habt, nutzt den Kommentarbereich unter dem Video. Abonniert meinen Kanal und das war's auch schon. Bis zum nächsten Mal. Ciao.